So, und da sind wir wieder bei The Forest. Alleine mal wieder. Und wir begeben uns gleich mal zu unserem Arbeitsplatz wieder. Wir müssen ein bisschen Holz hier rüberbringen, damit wir dort einen Turm haben, um dann von diesem Turm hier oben dort hinzurutschen. Und von dort aus dann auf die Insel. So, ich spiele hier leider nicht mehr im Multiplayer. Weil sich ein gewisser Herr mal wieder nicht gemeldet hat. Ich habe ihn angeschrieben, aber da ist nichts passiert. Kann sein, dass der gleiche zurückschreibt. Wie jetzt zum Beispiel. Okay, ich guck mal eben, ob er vielleicht dann doch kann. Okay, das war mehr als nur komisch. Er will 5 Minuten haben, dann kommt er. Was für eine Scheiße! Schreibt mir erst die ganze Zeit nichts, dann gehe ich ins Spiel. Ja, ich bin auch da. Okay. Ja, die 5 Minuten werde ich jetzt aber trotzdem hier weiterspielen. Da kannst du mich mal. Kommt er hier gleich mitten in die Folge rein? Ja, aber dann weiß ich schon mal, dass ich mir gleich die ganzen Gesprächsthemen für später aufspare, weil ich habe da relativ cooles Zeugs. Und wer Twitter verfolgt hat, der wird wissen, was ich meine. Also mein Twitter, nicht einfach nur Twitter. Also da kann man sich schon drauf freuen. Ich hoffe, dort kriege ich auch diese Folge noch alles rein. Aber mir hat das schon sehr gefallen. Okay. Ich fahre das dann mal rüber. Ich habe so einen leichten Linksdreieck, kann das sein? Hi. Wir sind übrigens auch in einem neuen Update. Da wurde einfach nur gemacht, dass jetzt Icons zusammengetan werden, wenn die weiter weg sind. Wow. Und halt, wenn du dein Safe Game auswählst, dass die nicht mehr so 6 Blöcke da haben, die dann in 2 Reihen da aufgereiht sind. Nee, das sind jetzt einfach von links nach rechts die Blöcke. Dass du dem Bildschirm ein bisschen mehr Platz lässt. Da frage ich mich, wie die nicht direkt auf die Idee gekommen sind, das reinzutun so, aber gut, wenn die meinen. Sowas lerne ich ja sogar in meiner Ausbildung, ey. Dass das harmonischer ist. Ich finde der Turm, der ist recht cool hier. Der hat echt was, wenn der hier steht. Richtig gut ausgewählt, die Stelle. Ja, Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach hier warten auf ihn und nicht weiterspielen, weil, nun ja, das ist hier immer noch im Multiplayer. Ich habe das immer noch nicht auf den Singleplayer übertragen, den Spielstand, also von daher würde mein Charakter wahrscheinlich sterben, wenn ich warten würde auf ihn. Und das mache ich dann lieber nicht. Warum ist da unten eigentlich was? Sagt mir nicht, der hat das nach unten unter Wasser getan, weil ich das jetzt hier so gespeichert habe und der das falsch drin hat. Ganz so aus. Aber das ist alles oben. Ne, der macht halt nur nach unten, dann, wenn ich hier nicht in der Nähe bin. So wie es scheint.
Ich mache direkt auf den ersten Stock, dass man da landet, wenn man hier rüber rutscht. Und dann mache ich auf dem nächsten Stock wahrscheinlich schon den Weg weiter. Ja, funktioniert. So, der dürfte jetzt gleich auch wieder angekommen sein. Insofern der nicht wieder irgendwie mit irgendwem redet, was ja auch öfters mal vorkommt. Und dann plötzlich, was weiß ich, den Rasen mähen muss oder so. Ist alles schon vorgekommen. Und der ist auch schon mal eine ganze Stunde zu spät gekommen, weil er gemerkt hat, ja, ich habe ja gar kein Essen mehr zu Hause. Warum auch immer. So. Reicht aber nie und nimmer für eine Treppe, oder? Nee, das ist zu hoch. Muss so. Ich muss sich eventuell noch mal was hinmachen, dass man ja einfacher drauf kann. Und das sollte ich vielleicht immer früher nehmen. So. Das haben wir. Das wollte ich nicht. Dann brauche ich ihn gleich wieder. Denn ich muss hier gleich herüber, wenn ich hier die Seilrutsche hinbauen will. Na, kommt man super hoch. Und das sollte eigentlich auch möglich sein, ja. So, bis dahin müssen wir wahrscheinlich noch höher kommen. Aber eins ist auf jeden Fall schon mal klar hier auf der Insel, auf der ich will immer artificial Island sagen, aber auf der selbstgebauten Insel. Mir fehlt halt manchmal das deutsche Vokabular. Man mag es kaum glauben. Ja gut, man kann es vielleicht glauben, weil es mir schon öfters mal passiert ist, dass mir ein deutsches Wort nicht einfällt aus irgendeinem Grund. Weil ich ja größtenteils jetzt nur noch Englisch spreche oder so. Obwohl. Ich spreche eigentlich schon am meisten, wenn ich hier aufnehme. Also von daher dürfte mir das eigentlich nicht passieren. Schreiben tue ich ja nur in Englisch größtenteils.
Kann ich von hier oben schon was rausnehmen? Sieht nicht so aus, als wenn ich das einfach so machen könnte, oder? Doch. Zeitsparender. Dann halt nicht. Ja, das waren schon 5 Minuten und ihr seht, er ist immer noch nicht zurück. Manch einer wundert sich. Ich nicht. Ich weiß ja, dass so was passiert. Wisst ihr, bald 6 Wochen, ne? Husten. Hört nie auf. Hört nie auf. Und da ist er. Okay, dann pausiere ich eben. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Jo. Jo, jo. Du bist gerade wirklich leise. Ich schaue gerade nicht zum Mikrofon. Sorry. Jetzt besser? Naja, immer noch nicht ganz, aber gut, wenn du meinst. Okay. Du warst in den letzten Folgen auch ein bisschen leiser als sonst. Okay. Wo bist du denn gerade? Ich arbeite hier gerade an dem Turm im Meer. Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, du kannst das Holz, was wir schon in der letzten Folge da die ganze Zeit immer hingetan haben, dort bearbeiten. Dass wir da halt wieder was an der Küste da haben. Also da hinten neues Holzfällen. Ja. Gut, bin ich auf dem Weg hin. So, währenddessen. Ich habe dir eben schon offscreen gesagt. Ich habe da was gemacht. Ja, ich lese es hier gerade. Ich sehe hier erstmal, du hast ein Logo tatsächlich gemacht. Ich habe ein Logo gemacht. Hast du das selbst designt? Ich habe das selbst designt. Cool. Sieht gut aus. Aber welches meinst du jetzt von den dreien? Also sie sehen alle gut aus. Also ich finde das von oben, also die Draufsicht nicht so. Ja, ich glaube, das, was du als letztes geschrieben hast, gefällt mir auch am besten. Das wollte ich nämlich so ein bisschen mit Dynamik reinbringen. Ja, das ist alles zum Projekt Hashtag aus die Maus. Für die Leute, die kein Twitter nutzen und mich überhaupt nicht verfolgen mit dem ganzen Zeug. Das ist das Projekt, was ich machen werde, um gegen den Missbrauch des Wortes Autismus vorzugehen. Und ich habe da jetzt offiziell von meiner Ausbildung den Daumen hoch für gekriegt, dass ich das jetzt machen darf. Das ist cool. Obwohl wir bald unsere Prüfung haben. Das ist halt Warum brauchst du die wirklich. Erlaubnis deiner Ausbildung, um das zu machen? Ja, meinst du, ich kann in der Ausbildungszeit einfach das machen? Hm, keine Ahnung. Ich weiß halt jetzt nicht, wie viel genau du für das Projekt machst. Also, wir machen da jetzt eine Internetseite für Flyer. Eventuell hilft uns die Stiftung dort noch, was relativ cool wäre. Und dann könnten wir vielleicht sogar noch eine Möglichkeit haben, in die Presse zu kommen. Das klingt alles sehr, sehr beeindruckend. Ja, das ist auf jeden Fall besser als das, was ich da jetzt selber gemacht hätte, nur mit dem Video.
Problem ist bei der ganzen Sache nur, wenn die Presse dazu kommt, dann muss ich mich wahrscheinlich zeigen, weil sonst ist das Ganze ja ein bisschen blöd, weil dann haben die ja kein Gesicht, dem die da jetzt sagen können, ja, der hat das gemacht. Weißt du? Da müsste ich mich dann für zeigen. Weil sonst hat das hier halt nicht so eine Gewichtung, wenn ich das mache. Ich verstehe. Und dafür wäre ich wohl willig, das zu machen, aber andererseits würde ich damit ja meine eigenen Worte betrügen, weil ich habe hier immer gesagt, eine Stimme ist wichtiger, und mächtiger als jetzt das Gesicht dahinter. Du kannst natürlich einfach einen auf Jam Let's Play machen und sagen, dass du quasi nur mit Maske irgendwie zu sehen sein möchtest oder so. Nee. Da, also das ist ja was, was Wichtiges. Da muss ich mich eigentlich zeigen. Helfen dir da jetzt auch andere Leute oder ist das immer noch in erster Linie nur du? Eine Kollegin hilft mir da. Die wollte da unbedingt mitmachen. Die hat, die ist jetzt da meine Zeichnerin. Ja, ich habe so eine Angewohnheit, irgendwo immer Zeichnerinnen aufzutreiben. Also, ja. Ist sie auch aus deiner Ausbildung oder Ja, von woanders? ist Kollegin, habe ich ja gesagt. Man kann den Begriff Kollege oder Kollegin auch einfach für Freund oder Freundin benutzen. Ja, aber das kommt irgendwie rüber, als wenn du nur mit deinen Freunden arbeiten würdest. Ich nenne dich auch nicht Kollege, obwohl ich mit dir arbeite. Kollege, Kumpel, Freund, was auch immer. Ja, jedenfalls wird das recht cool, wenn wir das auf die Beine stellen. Wir kriegen dann auch noch da Grafiktablets in der Ausbildung. Also kann die das besser noch zeichnen. Ich werde die gezeichneten Sachen dann auch noch in dem Video verwenden, deswegen zieht sich das noch ein bisschen hin, bis wir diese Grafiktablets haben. Keine Ahnung, wann die kommen. Ich hoffe mal schnell. Dann mache ich jetzt die Internetseite, welche ja auch noch mal ganz gut ist für einen Job. Ja. Kann ich dann in Portfolio packen. Ja, da habe ich auf jeden Fall eine Menge, was ich jetzt machen kann. Ich habe ja jetzt auch nichts mehr, weil wir hatten da solche Testprüfungen ja gemacht und ja, da bin ich ja schon fertig gewesen. Könnte ich dir auch mal gleich zeigen, was ich da gemacht habe, obwohl das ist gar nicht mal die aktuelle Version, die ich hier jetzt auf dem PC habe, aber ist trotzdem eine recht coole mit JavaScript und so. Cool. JavaScript und so muss ich mich jetzt auch noch mit auseinandersetzen. Ich habe jetzt im kommenden Monat meine ganzen Klausuren. Also jetzt nach Februar. Jetzt nach Februar. Nee, im Februar und März. Also Ja, dann ist das am ja nicht im 20. kommenden. Februar. Ich meine, in dem jetzt gerade kommenden Monat. Er ist schon da, ja, aber da die Klausuren ja erst während dem Monat kommen, habe ich es jetzt als den kommenden Monat bezeichnet. Außerdem habe ich noch, glaube ich, bis zum 16. März die letzte Klausur. Also ich habe im nächsten Monat, glaube ich, dann die Prüfung, die Zwischenprüfung. Okay. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für. Mein Ausbilder hat gesagt, das schaffe ich sowieso. Da sieht er keine Probleme bei. Umso besser. Ja, praktisch kann ich das alles. Theoretisch sollte man sich Sorgen machen. Ach ja, übrigens, ne? Also ich habe dir ja letzte Woche davon erzählt, dass ich doch eine schlechtere Note als jemand anderes in Englisch hatte, der jetzt nicht so mitarbeitet wie ich, ne? Der kam heute zu mir an. Wie, du hast nur eine 3.
Warum habe ich denn eine 2? Das ist ja voll unfair. Okay. Finde ich korrekt von dem. Dass der das auch selber zugeben kann. Ich meine, es gibt auch Leute, die dann einfach sagen, haha. Ja. Ja, hätte ich halt auch nicht gedacht, dass das passiert, aber gut. Jetzt wollten die da sogar für mich extra nochmal bei der Lehrerin nachfragen, hey, warum kriegt der denn jetzt so eine schlechtere Note? Der ist doch eigentlich voll gut, der ist unser Klassenbester. Was soll das denn? Du hast einfach deine eigene private Mafia, die für dich die Sachen regelt, wenn die nicht so laufen, wie du es dir vorstellst. Weißt du, wie oft da meine Kollegin dann mal einmal sagt, hey, soll ich das mal für dich machen? Soll ich das mal für dich machen? Und soll ich das mal für dich machen? Weißt du, wie scheiße ich mich da fühle? Oh. Ja, ich kenne das. Und irgendwo denkst du dann auch immer, denken die jetzt etwa, du kannst gar nichts alleine? Ich glaube nicht, dass es das ist, was sie denken. Warum sollten die das sonst die ganze Zeit anbieten? Wie, du musst neue Internet-Accounts kaufen? Ja komm, ich gehe jetzt da morgen runter. Das ist halt wirklich jedes Mal so. Du musst mich gleich auch wieder hier rüberschiffen, ne? Also, ich muss nämlich hier noch das Seil reinpacken. Ja. Die Seilrutsche. Denn dann könnten wir theoretisch auch ohne Boot das hier machen, aber ich glaube, das würde länger dauern. Also noch habe ich hier in unmittelbarer Nähe genug Wald zum Fällen. Ach ja, ich muss dir auch noch gleich zeigen, dass meine Geschichten recht gut ankamen jetzt. Und da sind einfach Kommentare drunter, die absolut gar keinen Sinn machen. Also eigentlich ist das ja nicht meine Lieblingskategorie in Sachen Fanfictions. Aber ich fand echt gut, wie du das geschrieben hast. Das ist genau meine Mischung von ja und Also ist es jetzt doch seine Lieblingskategorie. Scheinbar. Also ich habe da jetzt natürlich was rausgelassen. Du zeigst den Leuten Fetische, von denen sie nicht wussten, dass sie sie haben. Ja, danke, dann lasse ich das halt nicht raus, was ich da ausgebiebt habe eben. Aber gut. Ja, du meinst. Hast du da 4 oder 5 schon gefüllt? Bis jetzt 4,5, glaube ich. Irgendwie fallen die Bäume da nicht. Die verschwinden einfach, die fallen nicht, die sind plötzlich einfach weg. Hast du eigentlich schon gemerkt, dass du dich in einem neuen Update befindest? Nein, was ist neu? Dass jetzt die ganzen Icons sich zusammentun, wenn die weiter entfernt sind. Welche so. Icons? Die du hier auf der ganzen Map siehst. Du meinst sowas wie die Hämmer und so? Ja. Hätte ist ein sehr tolles gemerkt. Update, nicht? Ja. Aber warum sehe ich da hinten dann immer noch 2 Hämmer direkt übereinander? Ja, das frage ich mich auch. Und da hinten 2 Wägen direkt nebeneinander?
kannst froh sein, dass du überhaupt Wägen siehst. Ja, da hast du auch recht. Das ist das Boot weggeschoben. Entschuldigung. Tja. Ich geh mir da mal eben was zu essen holen. Okay. Warum ist da eigentlich noch ein Boot? Das Floster? Keine Ahnung. War das nicht mal umgedreht? Habe ich das irgendwann umgedreht? Ich weiß es nicht. Kann mich gerade nicht erinnern, dass ich es umgedreht habe. Naja, wir haben 26 Minuten. Ich würde mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.